Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Markus an meiner Seite. Wir reden heute über Head Movement. Funktioniert Head Movement auf der Straße? Wie funktioniert Head Movement im Ring? Das alles nach dem Intro. So Leute, wir reden über Head Movement, wie bereits erwähnt. Markus, was ist überhaupt Head Movement? Erklär es mal den Zuschauern ein bisschen. Genau, Head Movement sind eigentlich Mike-Bewegungen, kennt man am klassischsten aus dem Boxen. Ich versuche, die Schläge nicht auf meine Deckung zu lassen, sondern ich versuche eben eine Mike-Bewegung zu machen und demnach den Schlägen auszuweichen. Ganz, ganz wichtig, immer auf die geschlossene Seite aufweichen. Es gibt natürlich die klassische Mike-Bewegung, Slip auf Englisch. Dann gibt es noch das Abtauchen, hat Tyson sehr oft gemacht. Das sind eigentlich so die Haupt-Mike-Bewegungen, die es gibt. Genau, und im Ring funktionieren die ganz gut. Vor allem im Boxen. Im K1 muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Da, wenn man runtergeht, kriegt man das Knie ganz klar. Die Frage ist, Markus, wie funktioniert dieses Head-Movement überhaupt auf der Straße? Auf der Straße? Ja, auf der Straße. Keine Ahnung, musst du David fragen. David? David? Hey, ich würde sagen, den David. Bro, grüß euch. Ja, auf der Straße ist natürlich auch ein Head-Movement sehr vorteilhaft. Dann heißt, man hat ein Auge trainiert, man sieht natürlich, was funktioniert, man kann hier und da natürlich schon ausweichen. Es gibt ein ganz berühmtes YouTube-Video, wo einer, ich weiß gar nicht, wo das war auf jeden Fall irgendwo im Urlaubsort, wo einer da sechs Leute immer mit dem Jab massakriert, deine kommen angesprungen, der war auch nochmal mit dem Jab, man arbeitet sehr viel mit Movement. Man sieht also, boxerische Talente können natürlich auch in der Selbstbewegung auf der Straße sehr, sehr effektiv sein. Und gerade so ein Head-Movement, natürlich sehr nice. Wenn man natürlich jetzt den klassischen Head-Movement à la Tyson, ja, gehen wir jetzt mal auf ganz mies Tyson, und wir sehen einfach den Tyson-Head-Movement. Er pendelt ja mehr, als dass er wirklich im Bob and Weave oder im Slip arbeitet, mit der Schulterrolle, dass er mehr wirklich in dem arbeitet. Man kennt das ja von damals, er hat ja so einen Ball, glaube ich, ne? Genau, wo er gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr beim Kickboxen auch so arbeitet. Natürlich, gerne. Genau. Und dass ihr da arbeitet oder auch beim Speedball, ne, wo ihr Head Movement schön erarbeitet, ist natürlich alles super fürs Auge, um halt Schläge auch frühzeitig zu erkennen. Problematik bei der ganzen Geschichte ist natürlich ein Fake. Wie im Kampfsport. Okay. Ja, ich würde sagen einfach, wenn dein Head-Movement jetzt in eine Richtung geht und ich täusche jetzt eine an, der wäre schön auf die Blindside, das heißt schön auf meine Rückenseite, wenn ich einen Cross schlage, will er da hinaus, weil da einfach den Jab sich von mir oder den Hook nicht fangen kann. Und das heißt, ich arbeite jetzt hier und komme aber hier raus, weil ich einfach vortäusche, ist natürlich da ein Head-Movement wie im Kampfsport, wie auf der Straße, genauso gefährlich. Ganz klar ist es, was auch noch gefährlich ist, im Kampfsport sind wir meistens, kennt ihr selber ja, oberkörperfrei, wenn ihr einen Kampf habt. Auf der Straße haben wir leider immer, meistens, gerade hier bei uns in Hamburg im Norden, wir haben es hier ein bisschen kühler, das heißt, Jacke ist Pflicht. Und Jacke ist auch immer so, sag mal, hat einen Reißverschluss dran, man ist dick bekleidet. Und da ist ein Head-Movement mit einer Kapuze vielleicht immer noch, vielleicht selber sehr störend. Das kann sich selber erstmal irritieren. Zweitens ist natürlich auch, du machst ein Head-Movement, hast eine Jacke an, ich verfange mich hier in der Jacke und hätte dann auch wieder was zum Ziehen. Ich könnte da quasi Pull, Push, alles ist damit bei, ist eine gefährliche Geschichte, einfach nur was die Klamotten angeht. Head Movement, natürlich, wenn er jetzt sehr übertrieben dargestellt wird, nehmen wir mal einfach wirklich, gehst mal so wie Tyson in den Head Movement rein, so richtig schön tief, jetzt runter in Bob and Reef, ich bin hier, whoop, ja, und jetzt komme ich hier nochmal mit dem Hook, er geht wieder raus, ist natürlich erstmal schön und gut auf der Street, aber er hat jetzt schon die Möglichkeit, direkt zu agieren, denn wir dürfen uns auf der Straße gar nicht lange nur mit einem Gegner beschäftigen, ich will ihn nicht 1000 Luftschläge machen lassen, wenn ich jetzt einfach mal annehme, er ist jetzt mein Kollege, ja, Markus ist jetzt mein Kollege und wir beide sind sauer auf ihn, haben Stunk mit ihm und ich fange jetzt an hier einen Schlag, er weicht aus, dann wird er sich ihn krallen und dreschen. Das ist das Problem, wir haben leider keinen Fair Play auf der Straße. Und meistens tritt immer der Zweite ein und meistens ist es so, dass man zwar beim Gegner auf die Blindside super rauskommt, aber in seine offene Seite voll reinrennt. Und da ist natürlich die Gefahr bei mehreren Gegnern. Okay. Also ich denke auch mal, dass auf der Straße genau dasselbe auch wie im Ring geht, auch noch mit diesem, wenn ich runtergehe, hat man gleich das Knie im Gesicht. Genau. Ganz klar, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich denke mal, wir haben genug darüber erfahren. Vielen Dank, David, an dieser Stelle. Kampfkunst Lifestyle, David Russell, wer ihn nicht kennt, sollte ihn kennenlernen auf seinem Kanal. Ist unten verlinkt auf jeden Fall. Markus kennt ihr ja schon, mein treuer Bratan auf meinem Weg. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt mit David zusammen, kommentiert es auch unten in den Kommentaren. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und Facebook, Instagram unten verlinkt, sage ich viel zu selten. Das war's mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Okay.